Menschen, heute kommt mein erster Tag, wo ich natürlich ein wenig geschummelt habe, denn die liebe Jo Reads Books hat quasi alle Menschen getaggt und da habe ich mich spontan angesprochen gefühlt. Dieser Tag heißt aus mir unerfindlichen Gründen Sisterhood of the World Bloggers und ich habe den aber ausgewählt, weil ich das so schön finde, dass es da keine feststehenden Fragen gibt, sondern dass jeder Blogger oder YouTuber eben eine neue Reihe an Fragen entwirft, sodass dann halt ein bisschen Abwechslung drin ist. Und die 10 Fragen, die die Jo mir gestellt hat und allen anderen Menschen auch, habe ich mir ganz oldschool hier aufgeschrieben. Es geht los mit: Wenn du das Ende eines Buches ändern könntest, welches wäre es? Und ich beginne diesen Tag mit einer absoluten Blasphemie, denn meine Antwort lautet Der Herr der Ringe. Hinter der Frage stand auch noch No Spoilers. Ich bin jetzt mal so frei zu denken, dass die meisten Leute mindestens die Filme gesehen haben und wenn nicht, das Buch ist jetzt schon 70 Jahre draußen. Ich weiß nicht, ob man da noch von Spoilern reden kann. Falls ihr das noch nicht gelesen habt und auch überhaupt nichts wissen wollt, dann spult vor. Ich schreibe euch hin, wie weit ihr vorspulen müsst. Warum ich das Ende ändern würde, liegt daran, dass es einfach zu zuckersüß ist. Also es sterben ja eigentlich quasi nur Statisten. Alle anderen heiraten und sind super duper glücklich. Und wer nicht so ganz glücklich ist, der schippert eben weg gen Elbeninsel und dann ist ja auch alles gut. Und meiner Meinung nach hätten vielleicht wenigstens ein paar mehr Tode dem Buch gut getan. Denn es ist verdammt nochmal Krieg. Und alle sind glücklich und zufrieden. Das haut nicht so ganz hin. Also wenigstens ein bisschen realistischer. Man muss auch mal Angst um die Protagonisten haben. Und das kommt hier halt wirklich überhaupt nicht auf. Meiner Meinung nach. Wo leg ich das hin? Das ist viel zu groß. Frage Nummer 2. Welches Buch hast du zuletzt gekauft? Und das ist schön, das kam nämlich heute mit der Post und das sind die 3 inzestiösen Schwestern. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht viel über dieses Buch, aber das wurde mir von einer anderen Booktuberin empfohlen. Und soweit ich das verstanden habe, geht es jetzt nicht um sexuellen Inzest, sondern mehr so, dass die Leben dieser 3 Schwestern extrem ineinander verwoben sind. Und ich lasse mich überraschen, höchstwahrscheinlich kommt es noch im März Monatsrückblick mit dazu. Frage Nummer 3. Was ist das erste Buch in deinem Regal? Das ist schwierig, denn ich habe 3 Regale und da drüben noch ein Comicregal. Falls man das erste Regal meint, was eben erscheint, wenn man die Wohnung betritt, dann ist es dieses Ungetüm hier. Das sind die New York Art Museums. Verschiedene Bilder eben aus den verschiedenen Museen. Falls man mein so Hauptregal meint, da steht die Reklam Science-Fiction-Filme-Ausgabe. Und falls man das Comicregal meint, da ist so eine illustrierte Ausgabe zu Tolkien. Also sucht euch aus. Eins davon. Nächste Frage. Bei welchem Charakter liebst du es, ihn zu hassen? Das ist ein bisschen klischeehaft, dass ich mich jetzt hier ans Harry Potter-Universum wende, aber es ist Dolores Umbridge. Also Voldemort als Hauptbösewicht, schön und gut, aber Dolores Umbridge ist einfach nur eine opportunistische Kuh. Punkt. Zeig uns dein Lieblingslesezeichen. Das habe ich tatsächlich. Und zwar hoffe ich, dass man das sehen kann. Das habe ich von meiner Schwester bekommen. Und das ist eine Klein Mü von den Mumins. Das hat sie mir geschenkt, weil sie fand, dass ich aussehe wie Klein Mü, als ich noch lange Haare hatte und mir einen Dutt gemacht habe. Deswegen liegt mir das sehr am Herzen. Und ich nehme das auch. Also, das ist immer mein Hauptlesezeichen für mein Hauptbuch. Und alle anderen bekommen dann immer was anderes. So. Hast du ein Lieblingskochbuch? Nein. Die Kochbücher, die ich überhaupt besitze, habe ich nur kostenlos auf Arbeit mal mitgenommen. Und die stehen da jetzt auch eher rum. Ich koche sowieso meistens nur Nudeln und Reis. Was ist dein Lieblingskinder- und Bilderbuch? Das habe ich euch dummerweise letztes Video schon gezeigt. Das ist Lindbergh, ganz eindeutig. Und deswegen schummle ich jetzt hier ein bisschen und zeige euch einfach noch eins. Und zwar ist das diese Version von Hänsel und Gretel. Die Geschichte, die erzählt wird, ist die klassische Geschichte von Grimm. Es ist irgendwie keine Neuinterpretation, aber die Zeichnungen sieht man schon ganz schön aus dem Cover. Haben halt so eine wunderbare, düstere Schwarz-Weiß-Optik. Toll, toll, toll. Ich zeige euch noch eins, denn das lohnt sich. Das hat wirklich was. Also, ich weiß nicht, ob ich es Kindern unbedingt zeigen würde oder ob die davon Albträume bekommen, aber als Erwachsener kann man das wertschätzen, finde ich. So, Frage Nummer 8. Was ist deine Lieblingsverfilmung eines Buches? Darauf kann ich keine ganz eindeutige Antwort geben. Ich nenne euch einfach ein paar. Ich habe A Clockwork Orange und Cloud Atlas sehr genossen, sowohl als Buch als auch Film.
Und Comic-Verfilmungen mag ich Sin City, den ersten Teil und Watchmen sehr. Auch wenn es gerade bei Watchmen so ein bisschen Kritik gibt von vielen Comic-Liebhabern, dass sie das ja falsch gemacht hätten. Aber meiner Meinung nach hat Watchmen das beste Intro der Welt. Also nicht die erste Szene, sondern als dann so dieser Vorspann kommt, das ist großartig und nur dafür lohnt sich der Film meiner Meinung nach schon. Und dann zwei Filme, die ich sehr genossen habe, wo ich die Bücher dazu aber noch nicht gelesen habe. Das war, was ist es denn gleich? Genau, Die Einsamkeit der Primzahlen und The Road. Nummer 9. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Das ist The Long Mars von Terry Pratchett und Stephen Baxter. Eine Science-Fiction-Reihe, über die ich dann aber mehr in meinem Monatsrückblick erzählen werde. Und die letzte Frage. Wenn du deinen Namen zu dem eines Buchcharakters ändern könntest, welcher wäre das? Zunächst, ich würde das definitiv tun, denn ich hasse meinen bürgerlichen Namen. Ich habe auch schon oft darüber nachgedacht, den tatsächlich zu ändern. Finde aber, dass man dafür irgendwie so einen Neuanfang bräuchte. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit meiner Familie zerstreiten würde oder von meinem Freund trennen würde, das wäre vielleicht was. Passiert dummerweise gerade nicht, deswegen muss ich so weitermachen. Aber auch hier ist es irgendwie wieder so ein bisschen klischeehaft. Ich denke immer an Harry Potter, was daran liegt, dass ich mich an viele Namen sonst auch gar nicht mehr erinnern kann. Also wenn ich so ein ganz normales Buch lese, dann merke ich mir vielleicht mal, okay, der hieß John, aber auch der Nachname so, keine Ahnung. Spontan fiel mir ein, dass Luna Lovegood eigentlich ein schöner Name ist. Und ich mag auch Minerva sehr, aber ich möchte, glaube ich, nicht McGonagall heißen. Aber Luna gefällt mir gut. Das waren eigentlich auch schon meine Antworten. Vorbei, der ganze Spaß. Normalerweise soll man 10 Fragen sich ausdenken und 10 Leute taggen. Da ich jetzt aber in der deutschsprachigen Community noch gar nicht so viele Leute kenne, habe ich mich auf 5 Leute beschränkt, die ich euch alle hier unten verlinken werde. Und ich habe dementsprechend auch nur 5 Fragen gestellt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das beantwortet, weil da sind auch ein paar dabei, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob die überhaupt diese ganze Tag-Sache mitmachen. Aber mal schauen. Freue ich mich auf eure Antworten und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss! Top vorbereitet an.